Und zwar ist eben Shelly der letzte Brawler, den ich auf Rang 30 pushen muss, Freunde. Und wir sind kurz davor, es zu schaffen. Und Leute, wir sind bei 997. Es trennt uns einfach nur noch ein Game. Und dann haben wir mein Ziel erreicht für diese Season. Alle Brawler Rang 30. Ups. Ach, Digga, ich bin lost. Oh mein Gott. Zack. Bau dir dein eigenes Der Merch Case. Wähle deinen Namen, deine Spieler-ID und das passende Abzeichen aus und sichere dir dein eigenes Der Merch Case ab 15.05.2021 um 14 Uhr auf www.merchbase.de/dermerch. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier in einer Lobby mit noch Max und Flame. Moin. Moin. Genau, Freunde, und wir haben es gerade fast 4 Uhr nachts, denn wir haben etwas sehr, sehr Krasses. Und zwar ist eben Shelly der letzte Brawler, den ich auf Rang 30 pushen muss, Freunde. Und wir sind kurz davor, es zu schaffen. Wenn wir Shelly geschafft haben, haben wir alle einfach mal auf Rang 30. Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen. Ich würde sagen, let's go. Und wir müssen auch schnell sein, denn ihr seht, in 12 Minuten ist einfach schon diese Map vorbei. Genau, das wird nochmal ein bisschen kritisch, aber ja, let's go. Und natürlich ganz wichtig, Freunde, vergesst es nicht, am 15.05. um 14 Uhr ist es auch endlich soweit, die der Merch-Handy-Hüllen kommen einfach mal raus. Sehr, sehr geil. Sichert euch natürlich auch gerne eine, wenn ihr Bock habt, Leute. Ihr wisst es natürlich mit den beiden Unterschriften noch drauf und natürlich mit eurer eigenen Broadcast-ID und eurem eigenen Broadcast-Namen. Auf der Hülle gibt es für richtig, richtig viele Handy-Modelle. Ihr könnt jetzt schon mal auf die Seite gehen und schauen, ob euer Handy verfügbar ist. So, Freunde, let's go. Und ganz, ganz wichtig, checkt auf jeden Fall auch beide ab. Also Max und Flame sind beide in der Beschreibung verlinkt, Leute. Und lol. Okay, die Shelly gönnt irgendwie scheinbar. Aber wir müssen trotzdem natürlich gucken. Lol. Hä? Um 4 Uhr nachts einfach so random, lol. Vielleicht, weil wir ja Underdog sind oder so. Ich weiß es gerade nicht. Na, ist auf jeden Fall mega irre, Leute. Ihr wisst es. Und boom. Sehr, sehr geil, Alter. Okay. I am Sweezy. Irgendwie sagt er mir was. Okay, Freunde. Nächstes Game. Oh, okay. Interessante Kombi beim Gegnern. Ich gehe mal rechts. Ja, genau. Let's go. Einmal Mortis hier bei mir. Oh. Nice. Sollen wir ein paar sollten wir haben? Ich glaube. Oh, stark. Let's go. 1-0, Freunde. So. Und. Boom. Sehr, sehr geil. Alter, das war auch ein sehr, sehr nices Game. Waren auf jeden Fall auch Randoms wahrscheinlich, die ja, einfach mal so random 4 Uhr nachts einfach spielen. Perfekt. Und Leute, wir sind bei 997. Es trennt uns einfach nur noch ein Game. Und dann haben wir mein Ziel erreicht für diese Season. Alle Brawler Rang 30. So, Freunde, und bevor es losgeht, es wird einfach nur zu krank. Ihr seht es schon, ich kann eine richtig krasse Ankündigung machen. Der 48-Stunden-Livestream startet einfach mal am 18.05. um 8 Uhr und geht bis zum 20.05. um 8 Uhr morgens. Also komplett durchgehend live, Leute. Wir werden 48 Stunden auf den neuen Brawler Squeak warten. Es wird einfach nur zu krank. Ich hoffe wirklich, dass ihr dabei seid, Freunde. Ja, wir werden das Ganze so machen, dass Clash Games wieder zu mir herfahren wird. Das heißt, es wird ein richtig geiles Event. Ich hoffe, ihr seid wirklich dabei. Und der erste Teil des Streams startet sozusagen auf dem Kanal von Clash Games. Und die zweiten 24 Stunden ab dem 19.05. sind dieses Mal auf meinem Kanal, bis eben Squeak rauskommt. Das Ganze wird ultra krass. Wir haben mega, mega heftige Sachen geplant. Und ja, ihr könnt euch wirklich freuen, Leute. Es wird ein geisteskranker Stream. Schreibt mal Hashtag ich bin dabei in die Kommentare, wenn ihr beim Stream dabei seid. Ich würde sagen, ja, weiter geht's. So, Freunde, 6 von 6 und das letzte Game startet. Wir haben einmal Oha, der Nita, Mortis und Rico, okay. Und dann schauen wir mal, wie es läuft, Freunde. Okay, Mortis geht hier in die Mitte. Ah, ne. Ich glaube, das steht hier hinter dem Block. Okay, nochmal Konzentration, Freunde, es geht um alles. Die haben sehr stark gekommen gegen uns. Immerhin bin ich gegen den Mord, das ist ganz gut.
Ups. Ach, Digga, ich bin lost. Oh mein Gott. Das kann sich keinem erzählen. Naja, Freunde, mal schauen. Okay, sehr schön. Und Ball kommt vor. Okay. Oh, sehr, sehr nice. Ja. Let's go, Horn, das schon mal. Das 1-0. Sehr, sehr krass. Und zack. Oh. Ja, let's go, Alter. Freunde, wir haben es geschafft. Ultra geil. Wirklich GG. Muss man wirklich sagen, Freunde. Shelly, mein letzter Brawler auf Rang 30. Ich bin echt gespannt, wie es gleich aussehen wird. Auf jeden Fall mega, mega nice. Hat ziemlich gut geklappt eigentlich. Hat aber trotzdem... Na, okay. Es hat trotzdem so 3,5 Stunden gedauert, aber es geht eigentlich voll. Und Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns das Profil mal hier an. Leider gibt es nicht mehr diese App irgendwie, wo man das so nice übersichtlich sehen kann. Die wurde irgendwie gelöscht oder so, keine Ahnung. Brawl Share hieß die, glaube ich. Aber Freunde, oder? Wurde die gelöscht? Ja, die gibt es nicht mehr. Da hat man das immer ganz nice gesehen. Aber Freunde, ich scroll jetzt durch und ihr seht, oh mein Gott, Alter, sehr, sehr krank. Es war auf jeden Fall echt viel Arbeit, muss man auch sagen. Aber wir haben jetzt überall ein rotes Symbol, außer bei Mr. P natürlich Rang 35. Mega, mega geil. Ja, vielen Dank an euch. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die mir geholfen haben. Mit den ganzen Rang 30ern waren echt sehr, sehr viele. Und ja, mega Ehre. Leute, ihr wisst es, lasst nochmal ein Like da. Checkt die beiden ab, Max und Flame. Und natürlich auch alle anderen Mates von mir. Wäre auf jeden Fall Ehre. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, Freunde. Und damit, ciao, ciao.